Oh, halber Uncharted. Bei so einem Uncharted merkst du halt, dass es genau darauf ausgelegt ist, auf sowas. Hier ist es ein bisschen hakelig. Liegt nicht so am Alter. In Uncharted 2 war das gefühlt auch schon besser. Bei Nichtbeachtung ergreifen wir Maßnahmen, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Was? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Doch, da kann man vielleicht nochmal hochklettern? Ich glaube, ich sollte eigentlich eher gar nicht auf sammelbare Gegenstände schauen. Weil das nimmt wahrscheinlich einfach nur das Pacing raus irgendwie beim Zocken. Bitte. Noch bei der Story. Okay. Sie wissen das. Richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießen. Jeder, der kämpft. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist selbst. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden.
Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schnittling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht ver... Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Okay, da kann ich das öffnen. Machen wir mal. Let's go. Ding, 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 dong. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Was so alles passiert. Achtung! Wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot! Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Stopp ihn, bevor er jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Wisst ihr was? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ihr Jungs habt echt, was man braucht, um die Fledermaus zu besiegen. Von wegen! Ja, gut reden. Wir stecken hier unten fest. Nein! Patientengespräch Nummer 1. Also ich bin dein Erster, oder Schätzchen? Du weißt ja, was man sagt. Das erste Mal vergisst man nie. Ich werde versuchen, es zu einem unvergesslichen Erlebnis für dich zu machen. Oh, das haben Sie schon. Sagen Sie, wieso tun Sie diese Sachen? Was glaubst du denn, wieso ich das mache? Für den Ruhm, den schlechten Ruf, den Wunsch, sich von der Masse abzuheben? Sie haben einen kranken Sinn für Humor. Oh, du bist gut. Wie hast du mich durchschaut, Doc? Ich hatte Ärzte, die mich jahrelang untersucht haben, aber niemand von ihnen war so schlau und, ehrlich gesagt, so schön. Wirklich? Das sagen Sie doch nur so. Na ja, wenn... Ach, wie soll ich sagen? Wenn was? Sagen Sie es mir! Was? Moin, Justin. Ganz komische Entwicklung an der Stelle. Öffnen? Ach so. Lol. Warum sieht er mich da unten, obwohl ich da reinklettern kann? Ich dachte, dass man sich da versteckt, weil der einen entdeckt hat. Habt ihr ihn schon gefunden? Kommt schon! Er lässt euch alle schlecht aussehen! Hilft mir irgendjemand! Warum tust du mir das an? Komm. Weiter. Ich habe die falsche Taste vorher gedrückt, ne? Ich hätte den lautloses Ausschalten gemacht. Machen wollen. Da kriegt man richtig Angst.
Dachtest du, das wird so leicht, Lance? Ich habe noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Kurz mal gucken. Nach einer achtfachen Combo. Okay. Sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann nach einer achtfachen Combo. Ja komm, wir nehmen einfach mal der Reihe nach alles. Okay. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los. Keine Sorge, Jungs. Er ist wie du und ich. Nur Durchschnittsalter. Wenn es einer verdient hat, eingebunden zu werden, dann er. Er wird mich kriegen, das weiß ich. Okay. Holy moly, ey. Hör zu, Männer. Ich bin ziemlich sicher, dass das Gerücht, dass Batman Menschenblut trinkt, Unsinn ist. Bat? Glaub ich zumindest. Geil. Du gehörst mir. Ich finde dich und bring dich um. Mann, wo ist er? Er könnte überall sein. Kann man die nicht ablenken mit so Akustikzeugs oder so? Nein, jetzt bleibt er wieder hängen. Puh, das war knapp, Alter. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Du hast es also geschafft? Gut gemacht!
Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Hä? Warte mal. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Bro, es gibt 240? Okay. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ganz kurz. Nee, das Fenster ist zu. Es tut mir leid, Kumpel. Achso, der Türöffnung ist jetzt nur noch. Lion, danke für den Follow. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden. Der Luftraum ist abgeriegelt. Und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Da ist die Tür. Geh davon aus, dass du das Spiel schon mal gespielt hast. Nö. Noch nie gespielt. Also, außer ganz am Anfang die erste Mission. Ich glaube, über Zazes hinaus noch nie wirklich. Hm?
das Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Morgen, Crisis. Ach, flippen die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Seien Sie nur wachsam, Officer. Ich kümmere mich darum. Bro, warum ist das so laut gerade? Brauchst du mich bei irgendetwas? Bleiben Sie einfach am Leben. Ich besorge den Rest. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Okay, cool. Verstehe ich nicht. Der Ort hier sollte doch gut gesichert sein. Leider flüchten immer wieder einige Patienten. Ich werde sie aufhalten. Batman! Gott sei Dank. Wir haben die Kontrolle über den Tunnel verloren. Wir wurden getrennt. Einige meiner Jungs sind da drin gefangen. Das ist ein Massaker. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Da unten dürfte es gefährlich sein, Batman. Es sind viele Blackgater dort. Sie haben Waffen, vermutlich aus der Waffenkammer der Wächter. Danke für Ihr Interesse, Officer. Man braucht schon mehr als Waffen, um mich zu stoppen. Wir mussten uns aus dem Tunnel zurückziehen. Aber es sind immer noch Wachen drin. Wir müssen da noch mal rein. Ich kümmere mich darum. Danke. Sag mir, ob du Verstärkung brauchst. Was ist hier los? Ich habe vor 30 Minuten einen Funkruf erhalten. Ich soll herkommen und weitere Befehle erwarten. Dieser Anruf hat Ihr Leben gerettet. Bleiben Sie hier. Oha. Ich hatte die Hoffnung, von der Luft aus mit dem Grapple-Hook da hinzukommen. Also hier hin. Hey! Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher.
Ich bin mir nicht so sicher, ob man wirklich jede Krankheit heilen kann. Moin Storberger und moin Joel, was geht? Wenn du nicht gewesen wärst, wären wir alle draufgegangen. Okay, geh mal rein. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Okay. Ich gehe von der Insel. Ich gucke, ob die Gesundheit wieder hochgeht. Nein. Wir haben die letzten 5 Jahre auf der Insel gearbeitet. Moin, moin, Brian. Oha. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir. Warte, wo sind meine Pläne für diesen Augenblick? Jetzt wird man tausend. Hey! Werf ihn zu Boden und passe auf seine Gesichtsdruck! Das Batmobil lediert. Im Kofferraum des Batmobils. Was ist im Kofferraum? Brauche ich es. Explosivgel. So nenne ich. Harley hat das egal. Zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen. Natürlich, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Oh, Explosivgel, let's go. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Weil ich es auf dem Boden gemacht habe, gehe ich auch mal weg kurz. Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen. Upgrade für Explosivkill verfügbar, let's go. Spezielle Combo-Moves können eingesetzt werden. Achso, hä?
Okay, es ist nur verfügbar, ich kann es aber nicht machen. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Angriff der dummen, stümperhaften Idioten, die keinen Trottel finden können, der sich als Fledermaus verkleidet. Und jetzt weiter. Hallo! Eigentlich haben die nichts gemacht, aber hey, wollen auch mit. Visitor Center. Was ist hier los? Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Ich bin Batman. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch auf den Black geht, verliert er sich langweilen. Dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Ist er tot? Wait. Okay. Wann ist er gestorben? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zaes, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Ach so. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick auf Sie ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen? Okay. Wahrscheinlich, als du ihn erschossen hast. Das heißt, hast du Hunger? Großen Hunger. Wir haben R, T und A. Achso, da unten. Oh, hello there. Er ist hier! Da! Noch mehr Open World, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Oder? Ich gestalte hier gerade alles um. Komm später wieder, Bats! Ah. Okay. Oh, okay. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Okay.
Also hier geht's doch nicht weiter. Alles klärchen. Kein Tabak zu sehen. Gordon wurde in eine andere Richtung gebracht. Ich muss woanders suchen. Wollen wir mal der Tabakspur. Achso, ja, hier. Da. Theoretisch könnte ich auch zum Visitor Center, aber. Bringt halt alles nichts, weil es, glaube ich, sehr linear gehaltenes Game erstmal. Vergesst nicht! Sucht jeden Winkel ab! Ich will, dass alle gefunden werden! Hey! Ich will eben nicht, dass einer die Party verpasst! Ich bin als Gastgeber zu gut! Hallo! Du meine Güte! Lass mich zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Hier ein Mädchen! EQT-Arbeit, danke für den Follow. 32. meine ich. Als hätte ich deinen Namen nicht schon 100 Mal gelesen. Ich bin ein bisschen durch heute, sorry. Hey, wir haben ein Upgrade. Alles bei achtfachen Kombos. Verbessert während einer Combo den Batarang, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Während einer Combo. Hä? Verdoppelt im Fall eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe. Verdoppelt das Combo-Ergebnis jedes Angriffs. Let's go. Kritische Combo. Let's go. Moin, Liam. Okay, da müssen wir rein. Hier unten alles. Aber später nochmal hin anscheinend. Wurde er gerade geschossen?